Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review mit den Hasbro Star Wars The Last Jedi Figuren. Heute mit General Hux oder General Armitage Hux. Also Armitage, nicht Eremitage. Die Eremitage steht in Moskau. Diesmal ist er ohne Mütze da. Die Figur oder der Charakter kam ja schon mal in der Force Awakens Toyline heraus. Hinten, ich zeig mal kurz die Karte, aber hinten ist ja nicht viel zu sehen. Ich zeig's dir von vorne, da gibt's ein bisschen mehr zu gucken. Diesmal, also er kam raus und diesmal ohne Mütze. Letztes Mal hat er halt seine Kappe aufgehabt, aber es sind noch ein paar andere kleine Unterschiede da, die bei dieser Figur sind, abgesehen von dem Force Link Geschwabbel. Dazu hat er auch noch einen Maus-Druiden, sehe ich gerade, und eine Waffe, und die hat er letztes Mal auch mit dabei gehabt. So, und es scheint auch so, dass er diesmal einen Mantel hat. Also einen abnehmbaren Mantel, beziehungsweise die Ärmel bleiben ja wie immer dran. Die Figur kam dann auch in der ersten Orange Wave raus. Ich hatte ja zuerst die schon mal Gedanken darüber gemacht, wegen, es gab ja diese Orange Waves und Orange und Teal Waves. Teal ist halt so, wie die Klamotten und die Anzüge von den Offizieren sind. Und zwar diese Farbe. Und da habe ich halt gedacht, dass halt dann die Orange Waves halt angelehnt sind an die Rebellen. X-Wing-Uniform und dann die Teal-Waves halt an, dass in den Teal-Waves dann halt bloß die First Order-Leute drin sind, aber die war nicht so, denn Hux kam jetzt auch in der zweiten, auch in der ersten Orange-Wave heraus, und ich vermute mal nicht, dass es an seinen Haaren liegt. So sieht er auf der Karte aus. Ich darf Rothaare-Witze machen, ich habe selber rot. Also da oben ist nicht mehr so viel, aber da wird es auch schon grau, aber egal. So, Hux, der Blaster, und ein Maus-Droide. Die Dinger halten sich wirklich dann sehr lange. Gut, Abnutzung haben sie ja nicht großartig, kaum Gewicht, was sie auf ihren Rädern tragen müssen. Und ja, war ja nicht so ein Datentransfer, ne? Auf den Todesstern. Oder auf den großen Schiffen. Dass sie da nicht mit WLAN arbeiten, noch 30 Jahre später. Aber gut. Das Star Wars-Universum entwickelt sich sehr langsam. Das wissen wir alle. So, Mr. Hux. Auch wieder 5 Poren. Ein Kugelgelenk im Kopf. Scheibengelenk in Armen und Beinen. Und diesmal, das zeige ich nachher nochmal, hat er halt den Mantel einzeln. Der hing nämlich sonst das letzte Mal bei der Force Awakens-Figur mit an den Beinen dran. Und warum warten, wenn man es gleich besorgen kann? Das ist ja nämlich, wie er zu Force Awakens Zeiten vor 2 Jahren aussah. Die Haare sind auch etwas heller geworden. Auf jeden Fall mehr Gesicht zu erkennen, aber auch erkennbar. Also die Gesichtsmodellierung ist wieder sehr schön gelungen. Letztes Mal war der Mantel auch eher gräulich, dunkelgrau, und diesmal ist er wirklich schwarz. Gut, das Insignia hat er auch noch auf der Schulter. Aber hier war es halt noch so, dass halt die Beine mit an die Klamotten modelliert waren und man das Bein auch gar nicht so gut hoch bekam. Das war jetzt das Einzige, aber so einen leichten Stechschritt konnte er dann schon machen. Und das ist also schon mal ein Zugewinn. Und hinten hat er noch ein Loch auf dem Rücken gehabt, wo dann das Zubehör, das war ja diese Build-A-Weapon-Geschichte, dann hinten aufgesteckt wurde. Und ein Blaster hat er auch, aber den kann ich dann auch nachher nochmal vergleichen mit dem, der dieser Figur beiliegt. Ja, das finde ich also ganz nice mit dem Mantel. Den kann man eben theoretisch dann auch ausziehen. Und es sieht, sehe ich gerade, gar nicht mal so schlecht aus. Ich mache es mal eben. Dauert ein bisschen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, die Rauheit, also die Erodierung auf den Arm ist ein bisschen stärker als jetzt auf dem auf der normalen, ich sag mal, Jacke, die er da unterträgt. Aber es ist möglich, wenn man den Mantel abnimmt, sieht es auch nicht schlecht aus. Ich denke mal nicht, dass es nur ein Umhang ist. Nein, es sieht auf dem Bild auch aus, als wenn die Ärmel dann wirklich zu dem Mantel dazu gehören. Und nicht, dass das irgendwie so eine lange Weste halt ist. Aber es funktioniert. Er kann auch so rumlaufen, kann er so in der Cafeteria sitzen und so und dann halt rumschnacken. Gut, große Beine entwickeln ist nicht, aber dann sitzen sie halt alle auf dem Boden und freuen sich und drehen sich im Kreis. Geht das überhaupt? Kreis drehen, genau. So, ich ziehe das dann wieder an und dann schauen wir mal auf die Details. Die da wären, dass die Gesichtsbedruckung sehr gut aussieht, auch die Modellierung des Gesichtes sehr gut rüberkommt. Dann der Mantel hat eine sehr schöne
erodierte Struktur. Auch die Nähte sind schon angedeutet, dann auch die Kragenteile, der Aufschlag sieht super aus, die Taschen sehen cool aus. Also insgesamt überraschenderweise auch wieder eine tolle Figur. Ich fand den Charakter ansonsten jetzt nicht so kaufwürdig. Also er hat mich nicht so gereizt. Aber da man ja sowieso alles haben möchte, gehört das halt auch mit dann dazu. Und gut, es ist jetzt eine Figur, oder waren zwei Figuren, die mich jetzt nicht so sonderlich interessiert haben, die mich aber trotzdem auch wie der jetzt hier doch überrascht haben. Dann auf der Seite hat er kein Emblem auf dem Oberarm, das ist auch okay so. Die Handschuhe sind auch mal dran gemalt, das ist also ein anderes Schwarz, wirkt auf dem Glanzgrad ein bisschen anders und ist noch schwärzer. Dann die Stiefel, die Falten am Mantel, die Stiefelfalten sehen gut aus. Abgesetzte Sohlen, kommt auch alles ganz gut. Und auf der Rückseite so ein leicht aufgeschlagener, wieder umgeklappter Kragen. Die Haare gut, der Kragen wie gesagt. Und auch sonst die Mantelstruktur, auch die Nähte, dann wieder Mantelfeld. Einzige ist jetzt an der seine Generalsbinde, das Armband, was er unten noch hat. Das sieht nicht ganz so sauber bedruckt aus. Das scheint so ein bisschen das Silberne übergedruckt zu sein auf den Mantelstoff. Aber das, ja, ich wollte gerade sagen, das Imcock, also das Insignia oben auf dem Oberarm, der Aufnäher, kommt gut rüber. Dann, wie gesagt, hat er seinen Blaster dabei. So, nach einer Dreiviertelstunde Suchen kann ich jetzt auch weitermachen. Mir ist nämlich, wie man vielleicht eben gerade gesehen hat, der kleine Blaster von Hux weggeschnuppt. Ich habe angenommen, dass der hier oben mit Tesafilm gesichert war, wie es sonst auch mal war, und drücke gegen und in dem Moment ging es los. Flupp! Und weg war er. Ja, der Blaster sieht eigentlich so gesehen schon fast, ich hätte dann einfach von Rose nehmen können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob... Nee, der sieht nicht ganz so detailliert aus, wie der bei der Rose bei war. Der von Rose ist jetzt oben im Bild, den finde ich schon noch ein bisschen detaillierter als den von Hux und auch ein bisschen matter. Ich halte jetzt auch mal den Blaster dagegen, welcher der The Force Awakens Figur beigelegen hat. Das ist jetzt auch wieder der obere. Und auch der glänzt nicht ganz so stark, aber ist noch von den Details noch ein bisschen weicher. Kann natürlich auch sein, dass das zu der Zeit halt das Werkzeug schon ausgenudelt war. Da kann ich jetzt nicht so viel dann zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall das gleiche Modell. Gut, den Blaster in der Hand halten ist auch mal so eine Geschichte. So einschnuppen und doch, geht. So, kann man sogar mit rumforcen. Da kann er den Blaster dann auch halten. Aber ich lege ihn trotzdem zur Seite, weil ich habe keinen Bock, dass ich das Ding nochmal suchen muss. So ein kleiner Blaster auf dunklen Dielen. Dazu noch mit schönen Spalten wegen Altbau und sowas. Ne? Wunderbar. Also macht schon Laune. Gut, ich starte jetzt den Force Link und will mal gucken, was er dann für Sprüche drauf hat. Ja. Wir werden den Widerstand auslöschen. Wir kennen Ihren Standort. Hey, kein Einzeiler, cool. Wir werden den Widerstand auslöschen. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Oh. Wir kennen Ihren Standort. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Ach so, das war ein Versehen, dass er zuerst zu viel gequatscht hat. Wir kennen Ihren Standort. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Wir kennen Ihren Standort. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Fallt auf die Knie vor der ersten Ordnung! Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Wir kennen Ihren Standort. Ja, ja, ja. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Wir kennen Ihren Standort. Nehmt den Droiden gefangen, aber zerstört ihn, falls nötig. Wir kennen Ihren Standort. Ja, ja, ist gut jetzt. Wir werden den Widerstand auslöschen. Feuer! Feuer! Ja, so viel dann zu General Armitage Hux. Hux-Brötchen. Und wie gesagt, dann war noch der kleine Maus-Solid dabei. Aber das ist ein Modell, was man auch schon kennt. Aber das Gute finde ich halt, dass das der auch wieder ist, der rollen kann. Wenn er auch nicht selber fährt, aber man kann ihn dann zumindest mal so ein bisschen rumrollen lassen. Ist ja auch was. Schredder. Okay, das wäre es dann zu der Figur General Hux.
in der Fassung von The Force, nein, nicht The Force Awakens. Dazu habe ich hier noch was auf Lager. Und zwar noch eine Tüte mit Stands. So. Und da kann davor noch rumstehen. Kommt der kleine Mouse-Droid davor, der MSE. Zack. Und dann sieht das Ganze schon ganz nice aus. Okay, dann danke ich vielmals fürs Reinschalten. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Und bis dann. Ciao.